Der edle Finanzminister hat auf seine PR-Berater gehört und sich herabgelassen zum niederen Volk. Aber statt jubelnden Empfangsapplaus gab's ein Pfeifkonzert und Hau-Abrufe. Wir hören mal gemeinsam rein. Ich habe Verständnis für Protest. Und mich beeindruckt auch dieses Bild. Tausende Landwirtinnen und Landwirte, die hier nach Berlin kommen. Mich beeindruckt auch der Zusammenhalt, den sie hier zeigen. Ich sage sehr klar, Ihr Protest, er ist legitim und Ihr Protest ist friedlich. Bis hierhin ausschließlich leere Worte. Worte sind Worte, Herr Lindner. Die Entscheidungen, Unterlassungen und Handlungen Ihrer Regierung haben doch überhaupt erst dazu geführt, dass die Leute auf die Straße gehen müssen. Warum machen Sie nicht in erster Linie Politik für die eigenen? Dann müssen die Leute auch nicht protestieren gehen und Sie können sich Ihre inhaltsleeren Floskeln sparen. Viele hatten Angst vor schrecklichen Bildern. Auch ich hatte die Furcht vor schrecklichen Bildern. Keine Ahnung, von welchen schrecklichen Bildern er spricht, aber sonderlich schön sahen die Misthaufen als Sinnbild ihrer Politik nicht gerade aus. Aber so etwas entgeht einem im Elfenbeinturm, wenn man gar keine Berührungspunkte mit den einfachen Menschen da draußen hat. Was ein Unterschied zwischen den Bauern und den Klimaklebern. Die Klimakleber haben das Brandenburger Tor beschmiert. Die Bauern haben das Brandenburger Tor geehrt. Und das ist ein Unterschied. Was für eine billige Arschkriecherei, sich jetzt auf dem Rücken von Klimaklebern bei den Landwirten beliebter zu machen. Apropos, die Klimakleber haben Sie ja zuletzt mit der AfD gleichgesetzt in Bezug auf ihr wirtschaftliches Zerstörungspotenzial. Fakt ist aber, die AfD unterstützt die Bauernproteste und den wirtschaftlichen Abstieg haben die Ampelparteien herbeigeführt. Davon können Sie weder in Richtung rechts noch in Richtung links ablenken. Vor 4 Jahren habe ich hier schon mal gestanden bei einer Demonstration. Damals ging es um die Düngeverordnung von Julia Knöckner. Damals habe ich Ihnen gesagt, dass unwissenschaftliche Ideologie überwunden werden muss. Was meinen Sie mit unwissenschaftlicher Ideologie? Wie wollen Sie für das Sicherheitsgefühl von Frauen sorgen, die sich in manchen Räumen, Umkleidekabinen, Sauna, unsicher fühlen, wenn Menschen, die bisher Männer waren, diese Räume betreten? Transfrauen sind Frauen. Und deswegen sehe ich da jetzt keinen weiteren Erörterungsbedarf. Das war übrigens Lisa Paus von den Grünen, ihr Koalitionspartner, ich erinnere Sie. Aber nicht, dass die FDP diesen Kurs nicht auch unterstützen würde. Und deshalb brauchen wir eine Agrarpolitik, die die wirtschaftliche Existenz der Betriebe sichert. Ich will, dass die Politik den Landwirtinnen und Landwirten vertraut, statt in die Betriebe hinein zu regieren. Das ist wahnwitzig von jemandem zu hören, der selbst der Regierung angehört. Ist es hier noch ein selbstkritisches Eingeständnis oder kommt es schon öffentlicher Selbstgeißelung gleich? Wie gesagt, Herr Finanzminister, Worte sind Worte, Handlungen machen den Unterschied aus und Ihre Handlungen haben diese Proteste überhaupt erst generiert. Sich jetzt hinzustellen und Worthülsen der Solidarität auszurufen, während man zeitgleich auf seinen Maßnahmen beharrt, macht die Fehlentscheidung nicht ungeschehen, aber es wäre typisch für einen Politiker der Altparteien. Und ich bin Vorsitzender einer Partei, die sich seit Jahrzehnten für den Mittelstand einsetzt. Aber hier geht es heute, ja, lass es doch, hier geht es heute nicht nur um meine Sympathie für Mittelstand und Landwirtschaft. Es ist offensichtlich ein öffentliches Eingeständnis, denn damit bringt er es auf den Punkt. Es geht nämlich genau darum. Sehen und gesehen werden, sich vermeintlich dem Volk stellen, ein paar warme Worte und Durchhalteparolen schwingen, weil die PR-Beratung es empfiehlt, um danach genauso weiterzumachen wie bisher. Es geht um einen Weg für unser Land insgesamt.
wie wir aus einer schwierigen Situation gemeinsam herauskommen. Gemeinsam, Herr Lindner? Was meinen Sie damit? Sie erhalten fünfstelliges Gehalt, erpresst vom Steuerzahler. Was verstehen Sie denn von dem Problem des Durchschnittsbürgers? Und ich teile Ihre Empörung über Bevormundung. Es muss enden, dass Juristen und Politologen Ihnen erklären, wie Sie die Böden bewirtschaften, von denen Ihre Familien seit Generationen leben. Was für eine Farce, sich hier scheinheilig mit den Demonstranten zu solidarisieren. Noch einmal, die sind hier, um gegen die Pläne ihrer Regierung zu demonstrieren. Und als Finanzminister haben sie diesen Subventionsschwindel maßgeblich mit zu verantworten. Bei den Protesten für die sogenannten Subventionen geht es darum, dass die weniger beraubt werden möchten vom Staat und dass sie als Wirtschaftsliberale haben außer Phrasendrescherei nichts zu bieten. Die Energiekosten sind zu hoch. Die sind einfach hoch. Ja, die sind einfach aus dem Nichts in die Höhe geschossen. Schicksal und alternativlos. Mit dem Krieg in der Ukraine sind Frieden und Freiheit in Europa wieder bedroht. Sind Frieden und Freiheit in Europa wieder bedroht? Kleiner Hinweis an der Stelle, Herr Lindner. Die Leute haben an dieser Stelle besonders laut gegen Sie gebuht, weil darin die Antwort für die höheren Energiepreise steckt. Das ist nicht einfach nur Ukraine-Krieg, das hängt maßgeblich mit der Entscheidung der Bundesregierung zusammen, das russische Gas zu boykottieren, zeitgleich Indien Entwicklungshilfe zu zahlen, welche davon wiederum russisches Gas kaufen, um es uns noch teurer wieder zu verkaufen. In Indien! Also nicht nur, dass sie uns der Außenwelt wirtschaftlich ausliefern, sie und ihre Regierung macht uns auch noch zum Gespött der ganzen Welt. Die Regierung selbst, hören Sie mir zu, die Regierung selbst leistet einen Beitrag. Sie haben gefordert, dass die Regierung auf Vorhaben verzichtet. Ich habe den Neubau des Finanzministeriums gestoppt. Dass man Prunkbauten für sich selbst unterbrochen hat, will man uns jetzt auch als Frohbotschaft verkaufen. Deshalb kürzen wir die Leistungen für Asylbewerber. Deshalb sparen wir 1 Milliarde Euro beim Bürgergeld. Eine Frage an der Stelle. Machen Sie diese Einsparung bevor oder nachdem Sie das Bürgergeld erhöht haben? Das war doch die Regierung unter Ihnen als Finanzminister, oder? Ich sage das nun bei der Stelle, weil auf diese Einsparung von 1 Milliarde Euro können wir getrost verzichten, nachdem die Erhöhung des Bürgergeldes den Steuerzahler über 4 Milliarden Euro zusätzlich kostet. Denn wir dürfen es nicht länger tolerieren, wenn Menschen sich weigern, für ihr Geld zu arbeiten. Das ist nicht nur eine Frage des Geldes. Das ist eine Frage der Gerechtigkeit und wir beantworten sie. Nein, das ist eine Frage der Heuchelei und Augenwischerei. Denn Fakt ist, das Thema Bürgergeld ist nicht gerade ein Argument für, sondern gegen eine etwaige Einsparung durch die verantwortliche Regierung. Im Interesse der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler muss ich als Finanzminister daher immer fragen, welche Mittel sind nötig und welche Alternativen gibt es? Und genau das meinte ich mit Subventionsschwindel. Diese staatlichen Unterstützungen bestehen aus Steuererleichterungen. Sie müssen auf ausgewiesene Ausgaben weniger Steuer zahlen. Wie tief muss man als Wirtschaftsgemeinschaft gefallen sein, dass man uns Steuererlasse bereits als staatliche Unterstützung und Subvention verkaufen will und kann? Wir sollen sogar dankbar dafür sein, wenn wir nicht um unser selbst erarbeitetes Geld erpresst werden. Das muss man sich einmal vorstellen. Und das sagt uns ein vermeintlich Wirtschaftsliberaler, aber typisch FDP halt. Die Bundesregierung hat ihre Argumente gehört. Bei der Kraftfahrzeugsteuer ändert sich nichts. Das grüne Kennzeichen, es bleibt. Der Agrardiesel, er entfällt nicht sofort. Die Rückerstattung wird in den nächsten Jahren nur schrittweise abgebaut. Minuten inhaltsleeres Geschwafel mussten wir durchstehen, bis er endlich zum Punkt kommt. Es ändert sich nichts, die Regierung bleibt bei ihrem Standpunkt. Ab hier folgen die üblichen Durchhalteparolen, leere Versprechen, nur laut vorgetragen. Sie haben die Sympathie und die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit. Mein Angebot an Sie: Denken wir jetzt zusammen groß. Lassen Sie uns nicht nur über den Agrardiesel streiten, diese eine Maßnahme,
sondern lassen Sie uns über die Situation der Landwirtschaft insgesamt sprechen. Es gibt hier kein Wir, Herr Lindner. Haben Sie mal zuletzt auf die Umfragewerte geschaut? Ihre Fraktion schafft es gerade so in den Bundestag. Die Landwirte demonstrieren nicht mit, sondern gegen Sie und Ihre Regierung unter der Ampel. Und der Wähler straft es völlig zu Recht ab. Nehmen Sie das zur Kenntnis und wenn Sie Ihren Worten des Verständnisses und der Solidarität Taten folgen lassen möchten, dann machen Sie den Weg frei für Neuwahlen. Abonnieren nicht vergessen und gerne bis zum nächsten Mal.